Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom BattlePod. Heute sprechen wir nach einer kurzen Pause wieder über Dinge im BattleTech-Universum und wer wir sind. Wir sind wieder der Olli. Hallo Olli. Servus. Der Hoshi aus Österreich. Ni hao. Warum ich das genau erwähnt habe, dass er aus Österreich kommt, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich hört man es eh. Und natürlich unsere wandelndes Geschichtslexikon, der stundenlang das heutige Thema wieder recherchiert hat. Danke schon mal dafür. Onai. Minasan, konnichiwa. Und bevor wir heute das Haus im Süden mit den Verrückten, naja gut, eigentlich sind alle verrückt irgendwie auf ihre Weise, aber den ganz Verrückten, das Haus Liao besprechen, haben wir noch ein paar Themen davor. Erst einmal sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wir haben uns auch das anders vorgestellt, aber Gesundheit und Arbeit und andere Dinge kamen leider immer wieder dazwischen, sodass sich das immer wieder verschoben hat. Aber wir sind jetzt zurück, als ob wir niemals weg gewesen wären. Und womit wir damals angefangen haben in der ersten Folge war MechWarrior Online. Und da wollen wir heute noch kurz als Thema vom Thema nochmal drüber reden. Wie schaut's denn da aus? Naja, weniger MechWarrior Online, sondern eher MechWarrior 5. Da hat sich einiges Neues getan. Und zwar gab es etwas überraschend nochmal die Ankündigung eines weiteren DLCs. Wir haben ja schon eigentlich lange den Abgesang von MW5 angekündigt. Und dann kam ja noch ein DLC und dann haben sie MechWarrior 5 Clans angekündigt. Das soll ja Ende des Jahres auch noch erscheinen. Und jetzt, gerade just vor einigen Tagen, gibt es einen weiteren DLC, und zwar Solaris Showdown, starring George Ledoux. Und das ganze Ding soll am 14. März schon kommen, also in etwas mehr als drei Wochen so ungefähr, von jetzt an. Also das ist ziemlich nah, und Solaris 7, der geneigte Battletech und MechWarrior-Fan, kennt es natürlich, die Spielwelt, wo alle fünf großen Häuser vertreten sind, auch Söldnereinheiten und sogenannte Gladiatorenkämpfe stattfinden zwischen Mechkriegern und die auch dann sehr früh schon in dem Battletech-Roman thematisiert worden in En Garde, Riposte und Coupé. Also eine wunderbare Erweiterung. Gibt es ja auch schon für MechWarrior Online. Aber da hat es nicht so ganz gezündet und durchgestartet. Hat es eigentlich einer von euch mal gespielt in MWO, Solaris 7? Ja, wir haben es so zusammengespielt sogar. Ist schon kurz nachdem es rauskam. Echt? So haben wir damals? Ja. Wie fandet ihr das da? Ah, okay. Ich ehrlich gesagt, ich fand die Spielmodi prinzipiell nicht so schlecht. Allerdings, ich sag mal, die Arenen haben teilweise halt dazu verleitet, sehr, sehr spezifische Dinge zu tun. Ja, es ist halt Min-Maxing, ne? Es ist halt so, wenn du sehr umrissenen oder eng umrissenen Kampf hast, dann und sehr wenig Zeit, dann musst du halt das Maximum rausholen. Aber so, darum geht es ja auch. Überleg mal, würdest du sagen, Formel 1 oder die Indycar-Serie sind jetzt ein bisschen doof, weil die Autos sind ja total auf die Parcours da abgestimmt. Darum geht es ja im Endeffekt. Ja, das stimmt schon, aber ich sage mal, es ist jetzt blöd, das echte Solaris zu nennen, aber wenn man jetzt die Bücher hernimmt, die Ställe hatten halt, sage ich mal, eine gewisse Anzahl an Geld. Ja? Ja. Und ich kann mich jetzt an das Spiel nicht mehr erinnern, aber da hat es auch so ein Spiel gegeben, wo du im Prinzip so Battle Cars gefahren bist. Und du hattest quasi ein gewisses Budget, um dir ein Battle Car zusammenzustellen. Ja? Und dann bist halt mal in deiner Liga gefahren, ja? Quasi mit dem Budget, war natürlich auch Min-Maxing mit dem Budget, ja. In MWO, klar, natürlich musst du dir den Mech holen, ja, das ist keine Frage. Aber es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, in welcher Liga-Klasse quasi welcher Mech so das Nonplusultra war, ja. Und dann haben wir halt alle nur noch das gemacht, ne. Ja, das könntest ist du auch, mit ein paar Mechaniken, glaube ich, schon ein bisschen einschränken. Weiß ich nicht, ob man das einschränken kann, weil das ist halt immer so das Metagame. Das ist ja in vielen anderen Spielen auch so. Das setzt sich ja durch. Im normalen MWO ist ja nichts anderes. Im Prinzip ist ja, was wir MechWarrior Online spielen, auch nichts anderes als Solaris, nur mit
8 versus 8 oder 12 gegen 12 und nur halt etwas größer Scale und mehr Leuten, die weniger können. Für mich war das größte Problem, dass es halt One-on-One oder Two-on-Two ist, weil da kommt es wirklich auf den einzelnen Spieler an. Während du bei 12 gegen 12 oder 8 gegen 8 kannst du halt mehr in der Masse untergehen. Da kann ein mittelprächtiger Spieler oder auch ein schlechter mal mitschwimmen und gewinnen, auch wenn es gar nicht seine eigene Leistung war, sondern die seiner Mitspieler. Während es natürlich beim One-on-One, wenn du da scheiße bist, dann verlierst du halt knallhart. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Schachpartien, die ich gegen meinen Mitbewohner geführt habe, damals in der WG. Der war extrem gut. Also alles, was so rundenbasiert war, habe ich hoffnungslos gegen ihn verloren. Also ich habe nicht eine Schachpartie gegen ihn gewonnen. Allerdings, sobald es so Echtzeitstrategie kam und ein bisschen mehr Bewegung in die Sache geriet und vielleicht auch ein bisschen Zufallsfaktor noch dann dazu, ne, wo man schnell reagieren musste, da war ich dann wieder besser. Aber im Endeffekt, Schachspielen gegen ihn war vollkommen uninteressant, weil er hat sowieso immer gewonnen. Also egal, wie sehr ich mich angestrengt habe. Und ich glaube, das ist vielen Leuten gegangen, so gegangen, die am Anfang auch begeistert Solaris gespielt haben, dass sie immer festgestellt haben, okay, da sind so ein paar Piloten unterwegs, die haben es einfach drauf. Und da die ja nicht sterben, also auch der beste Pilot stirbt wahrscheinlich in echt irgendwann mal bei so einem Solaris-Turnier, weil einfach ein Cockpit-Treffer und dann bist du der Elite-Spieler oder Elite-Gladiator und du bist weg. Aber das ist halt in einem PC-Spiel oder einem Videospiel eben nicht so. Da wirst du halt immer besser und immer besser. Und diese Schere klafft immer stärker auseinander. Und damit verlierst du dann doch einen Großteil der Spielerbasis, die dann einfach nicht mehr mitmacht. Genau, und dann machst du einfach so eine Mechanik, wie wenn du einmal in dem Mech verloren hast, ja, indem du gewisse, also wenn du sehr viel in einem Mech gewonnen hast und dann verlierst einmal, je nachdem, wie lange du schon damit gewonnen hast, der darfst den länger einfach nicht mehr benutzen in Solaris. Und dann hast du schon wieder ein bisschen Balancing drin. Ja, aber die Spieler sind ja trotzdem gut. Also ist ja eh, aber er muss sich auf eine neue Situation einstellen, ne? Ja, okay. Würde vielleicht ein bisschen helfen, aber ich glaube, das grundlegende Problem, dass der Spiel einfach so extrem gut ist, dasselbe Problem haben wir beim Fliegen in IL-2 und die CS. Die Leute, die sind gut sind, die kannst du im Prinzip fast in jedes Flugzeug setzen und die werden immer ihre Abschüsse. Da kommst du auch nicht mehr gegen an als Durchschnittsspieler. Okay. Solaris ist ja jetzt nicht in MWO drin, aber worauf ich am Anfang auch über MWO raus wollte, ist, ja, wer sich das neue DLC holt und einen MWO-Account hat, bekommt einen neuen Gratis-Mech. Und dadurch ist auch MWO ein bisschen mit dabei. Und wenn ihr euch jetzt den Trailer anschaut, findet ihr den Namen. Teaser. Er heißt der Teaser, genau, der Teaser ist, und der nennt sich I am Duncan Fischer. Und wir haben ja auch ein paar Hörer, die noch relativ neu im Lore sind. Könntet ihr den mal erklären, wer ist Duncan Fischer? Oder magst du? Duncan Fischer, eine Legende, ein Schwätzer vor dem Herrn. Ein Schwätzer vor dem Herrn. Der ist das erste Mal in MechWarrior 4 so richtig in Erscheinung getreten. Er ist halt lustig. Der ist Kommentator. Black Pants Legion hat den auch mitgeschleift und bringt den regelmäßig in ihren Shows. Der ist halt so die Personifikation des Stadionkommentators. Leicht betrunken manchmal, aber macht die ganze Sache halt sehr lustig. Hat er nicht sogar mal ein Video von uns auch vertont, wenn ich mich recht erinnere, als Sprecher, aber mit einer deutlich anderen Stimmgebung für die 36. Diamond Regulars. Ich glaube, er war es damals, der das dann auch gemacht hat, für diesen Text eingesprochen. Ne? Ja, das ist richtig. Genau. Unser George Adu. Genau. Ich glaube, er ist Kanadier in Wirklichkeit und er ist jetzt praktisch eine Legende, weil MechWarrior 4 ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt und in der Fanbase mega beliebt, ne? Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, ihn wieder in MechWarrior 5 zu hören. Was die Spielmodi angeht, müssen wir halt gucken, was es wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder so ähnlich ist wie in MechWarrior 4. Aber sie werden doch hoffentlich nicht so eine 1:1 Kopie machen. Ein bisschen was anderes sollte schon. Also es gibt eine neue Kampagne, was wir schon gesagt haben. Es gibt auch neue neues Chassis, den Loader King, den LDK-X1 oder X2.
Genau, der Vorläufer vom Roughneck. Genau. Ja. Da gibt es eine neue Arena-Mission und Fame, also Ruhm. Es gibt noch einen neuen Gladiator-Mech-Variante. Ja, ein paar neue Waffen, Binary Laser, PPCX, ein Assault Great Sword und ein Heavy Hammer und eine Medium Lanze. Okay. Und eine AK-20 Rapid Fire zum Beispiel. Genau, und dann noch so ein paar Kleinigkeiten. Ihr könnt euch alles anschauen. Das heißt jetzt, es gibt auch ein neues Update mit Instant Action, neue Turrets, Bugfixes, dann besseren Marketplace, Battlemech Repair, Repair All Option, Added to Repair Options. Also man muss nicht mehr alles anklicken. Hm. Und natürlich AI Improvements. Die sind besonders spannend, vor allem endlich mal Formationen, also nicht nur per Mod, sondern halt dann integriert, hat noch lange genug gedauert, in Pathing Adjustments. Obwohl ich fand, die Wegfindung war jetzt nicht so schlecht im MacWarrior 5 von den KI-Kameraden, aber definitiv verbesserungswürdig. Also wenn sie da ein bisschen angeschraubt haben, finde ich schön, dass sie noch so viel Liebe da investieren in das Spiel. Mhm. Gut. Was für denjenigen, der es kaufen will, auch gar nicht so teuer, dieses Add-on. Also das soll im preislich so 15 Euro sein. Momentan kann man es halt nur auf die Wishlist packen. Ja, ja. Übrigens, die Sachen, die wir gerade vorgelesen haben, hier so Instant Action und so, und AI Improvements ist halt ein Free-Update für alle. Das heißt, egal, ob du es dir jetzt hier kaufst oder nicht, kommt mit. Und das finde ich auch gut so, dass dann alle Spieler davon profitieren. Auch selbst die jetzt sagen, also lass mich jetzt nicht. Je nachdem, wann ihr das hier hört, es gibt gerade einen Sale für MW5 und teilweise bis zu 50%. Wo denn? Auf Steam. Oder? Steam. Auf Steam. Okay, cool. Das heißt, seid schnell. Und bei MW5 gibt es ja nicht nur das neue DLC, sondern wir hatten schon einen Mod und da gibt es noch was Neues für VR. Was ist denn da los? Ja, also ich habe ja schon mal vor Monaten oder vor einem Jahr erzählt, dass da so ein VR-Mod rausgekommen war für MW5, weil die Veranlagung war ja von den Entwicklern schon hinterlegt, aber sie haben dann die Arbeiten offensichtlich nicht bis zum Ende gebracht und dieser VR-Mod war mal interessant, die Erfahrung zu machen, aber die Performance war unterirdisch. Also man musste wirklich wahnsinnig runtergehen von den Grafikeinstellungen. Es sah aus wie Scheiße und selbst dann fing es dann schnell an zu ruckeln, wenn mehr als eine Handvoll Mechs dann auf dem Bildschirm war. Also es war auf Dauer nicht spielbar und hat sich dann auch gerne mal aufgehängt. Also ich habe es dann halt auch nicht weiter verfolgt. Und jetzt habe ich zufälligerweise vor 1-2 Wochen auf YouTube ein Video gesehen über einen neuen VR-Mod. Da dachte ich, okay, guck's mal rein. Und da geht's um einen UEVR, also irgendwie, wenn ich es richtig verstehe, Unreal Engine VR Mod. Denn die gibt's wohl nicht nur für MacWarrior 5, sondern auch für andere Titel. Und dann dachte ich mal, komm, du bist gerade eh so im VR-Fieber. Ich habe mir am Samstag endlich meine neue VR-Brille bestellt, weil die alte ist schon auseinandergefallen. Also meine HP Reverb G2, G2, die hat so langsam ihr Lebensende erreicht. Und deswegen habe ich mir eine Quest 3 bestellt. Und die kam an und dann habe ich das Ganze mal zusammen ausprobiert und es hat mich echt von den Socken gehauen. Ehrlich gesagt habe ich sogar noch mit der G2 ein paar Tage vorher probiert und da war es schon mit dem UEVR-Mod erheblich besser als mit dem alten Mod. Und mit der Quest 3 war es dann wirklich fantastisch. Also Frames jenseits von dem, was ich mir jeweils zu träumen gewagt hätte, also so 72 FPS bis hin zu 90 FPS und das dann auch wirklich mit guten Grafikeinstellungen, also Texturen auf Maximum und Lichteffekte und Schatten, alles schon auf hoch gedreht, also ich taste mich jetzt gerade immer weiter nach vorne, bin jetzt aber schon ziemlich an den Maximaleinstellungen. Das Einzige, was man nicht einstellen sollte, ist wohl Raytracing, was unglaublich Performance zieht, wissen wir auch. Und DLSS sollte man auch deaktiviert lassen. Werde sicherlich nochmal ausprobieren, aber die habe ich definitiv noch aus. Aber mit diesem UEVR-Mod, mit diesen Quick Steps, ich glaube 21 Schritte sind es, die man machen muss. Ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht, um es zum Laufen zu bringen. Vielleicht waren es noch anderthalb. Aber es waren richtig gut investierte 60 bis 90 Minuten. Denn das Spiel gewinnt so dermaßen, vor allem die Mod-Entwickler, ich kann sie nicht hoch genug loben, haben nicht nur diese VR-Funktionalität aktiviert, sondern auch
die Cockpits der Mechs ins VR-Zeitalter gebracht. Also die haben die Monitore, die Displays belebt und haben das, was dir normalerweise im Head-Up-Display irgendwie so durchs Gesicht fliegt und mit dem Sichtfeld nur bewegt wird, und was, Hoshi, du erinnerst dich, was wir immer angeprangert haben, weil es in MW5 irgendwie so billig aussieht, ne? Du erinnerst dich? Absolut, ja. Das ist jetzt alles oder zum größten Teil weg und ist halt auf die Monitore verschwunden. Und das macht dann auch einen Unterschied, welche Mech du denn gerade fährst, weil bei einem Marauder zum Beispiel ist das Interface für die Lanze irgendwie auf der rechten Seite. Du musst also wirklich aktiv den Kopf drehen, um dahin zu gucken, um die Lanzenkommandos zu sehen und halt auch die ganzen Comms-Frequenzen. Also wenn irgendjemand dir was gerade erzählt und so, musst du nach rechts gucken. Liegt eher schlecht, während im Marauder 2 das Ganze zentral untergebracht ist und damit vom Cockpit besser ist. Das heißt, wirklich, die Mechs haben nochmal eine Eigenart bekommen. Und ich kann euch das nicht sagen, aber wenn du in diesem Cockpit sitzt, es fühlt sich richtig, richtig gut an. Und allein durch den Hangar zu laufen, das war ja vorher auch nicht. Der erste VR-Mod bezog sich nur auf die Missionen. Dieser hier bezieht sich auch auf den kompletten Leopard, rumbewegen und hast du nicht gesehen. Und halt auch dieses Menü, wo man die Mechs und die Piloten aussucht, auch das ist in VR gemacht schon. Also das heißt, sobald man das Hauptmenü verlässt und seine Mission lädt, startet man gewissermaßen den VR-Bereich und verlässt ihn auch nicht mehr bis zum Spielende. Das heißt, du hast keinen Medienbruch mehr in diesem Fall und bewegst dich da halt rum. Also ich finde, sieht hammermäßig aus. Einige Planeten sehen in VR ein bisschen schöner aus. Die Eisplaneten zum Beispiel kommen ein Stück besser rüber als die Dschungelwelt. Und Dschungelwelten dafür Wüsten wunderschön, auch so normale Vegetation mit normalen Bäumen und so weiter. Ach, total gut. Die Großstädte und vor allem, wenn du dann unter so einem Marauder mal da stehst und so nach oben guckst, dann wirken die Dinge auf einmal richtig, richtig groß. Also im Hangar jetzt wohl gemerkt. Also das ist eine ganz andere Wahrnehmung, ein ganz anderes Feeling als an einem Flatscreen. Ich kann's, wenn du ein VR-Headset zu Hause hast und hast einen Rechner, der stark genug ist und das MW5 und du probierst das nicht, dann hast du MechWarrior nie geliebt, weil das muss man gesehen und probiert haben. Und ich kann es nur hoffen, dass die Entwickler diesen Modus nativ in MechWarrior 5 Clans gleich von Beginn an mit reinbringen. Das wäre meine große Bitte. Macht es gleich, weil so sollte sich das anfühlen. Davon habe ich immer gehört. Das hört sich doch gut an. Ja, nicht nur gut, fantastisch. Und weil man ja MWO am besten mit anderen spielt und auch andere Spiele man am besten mit anderen spielt. Hä? Hast du jemanden anderes gefunden, mit dem du Sachen spielst? Warte, lass das mal erst noch mal beim Thema MWO noch bleiben. Du hast ja vorhin noch MWO angesprochen, ne? Weil MW5 und Solaris sind ja nur die nächsten Schritte und es deutet sich wohl auch an, dass es einen PvP-Nachfolger für MechWarrior Online geben wird. Denn der gute Phil von No Guts, No Galaxy hat, also vor 13 Tagen ist es jetzt her, das muss am 13. Februar gewesen sein, ein Video veröffentlicht, wo er geschrieben hat, MechWarrior Online Successor being made, Fragezeichen, also ein Nachfolger für MechWarrior Online in der Entwicklung. Er hat nämlich mit seinem alten Kumpel Darren gesprochen und der hat so ein bisschen das Ganze angeteased und er sagte, ja, also für so eine PvP-Variante, da wären sie schon in der Überlegung und in der Konzeptionsphase. Also mal jetzt wild spekuliert, also von Phil, MechWarrior 5 Clans erscheint dieses Jahr. Und was kommt als nächstes? Da werden sie sicherlich noch einige DLCs rausbringen für Clans. Davon kann man ausgehen. Aber es würde sich dann auch anbieten, dann nach über 10 Jahren mal ein neues MWO anzustoßen. Ob das dann MWO 2 heißt oder irgendwie ganz anders, ich würde einen ganz anderen Namen empfehlen. Das sei dahingestellt. Aber er geht von einer Entwicklungszeit von ungefähr 3 Jahren aus. Also wenn alles gut läuft, könnten wir ab 2027 mit einem neuen MechWarrior Online rechnen. Und ich finde, das ist eine richtig geile Nachricht. Definitiv. Frage, würdet ihr mit einem neuen MWO wieder einsteigen? Zumindest probieren? Auf jeden Fall. Ja, bei mir auch ohne Frage. Logisch irgendwie, ne? Neues MechWarrior-Spiel mal ankicken, ne? Wie es ist. Genau. Auch wie die Progression ist, ne?
Also ich meine, wir werden zwar nicht jünger, ne? Das heißt, da müssen wir definitiv dann vielleicht so ein Regiment für betreutes Kämpfen aufmachen, aber naja, gut. Du bist doch eh irgendein Mech-Fan, dann wird das doch passen von der Geschichte. Genau, jemand drapiere den Mech bitte schön vor mich, damit ich nicht vorbeischieße. Ja, ich muss aber sagen, ja, nee, du zuerst, Icke. Das Gute ist ja, die anderen, gegen die wir dann spielen, sind auch nicht jünger geworden. Höchstwahrscheinlich. Kommt drauf an. Also ich habe jetzt bei meiner IL-2-Fliegerei schon den einen oder anderen getroffen. Das war's, MacWarrior Online, habe ich auch gespielt mit meinem Papa. Ich so, ja, wie alt bist denn du? Ja, 19. Ich so, okay. Also da gibt es auch schon jüngeren Nachschub. Ich nenne sie auch liebevoll Kanonenfutter, aber naja. Also es gibt auch jüngere Spieler, die das auch dann, die uns vielleicht reflexmäßig ein bisschen überlegen sind. Aber die Erfahrung siegt. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass es dann ein, ja, ich sage mal, mehr Motivationsprogressionssystem hat. Ich weiß noch nicht genau, wie man das am besten machen kann. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber nur einfach, ich kaufe mir halt das und dann spiele ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob das so lange motiviert. Das ist, würde ich auch sagen, ein Problem von MWO. Das also mich hat 7 Jahre lang motiviert, so ist ja nicht. Ja, natürlich. Ich spiele auch immer noch War of Rights, warum auch immer. Gibt's auch keine, also gibt's zwar Progression, aber ist auch für den Arsch. Aber es ist halt nichts, was einem Standardspieler, dadurch, dass mit denen du halt Server befüllen kannst und nicht immer nur die gleichen 100 Leute, die das spielen, oder 500 Leute vielleicht. Dafür brauchst du halt schon irgendwie Motivationssystem, in welcher Form auch immer. Ja, eine Progression wünsche ich mir natürlich auch, ganz klar. Also dass da was, vor allem Progression muss nicht jetzt im Sinne von irgendwie, ich kriege neue tolle Achievements oder sowas oder eine andere Skinfarbe oder sowas freigeschaltet, das will ich nicht. Aber ich wünsche mir halt dann vernünftiges Faction-Play, genau. Weil das hält die Motivation auf lange Sicht offen. Und da haben auch einige schon auch in den Kommentaren geschrieben zu Phils Video, so eine Art Planet-Side-Mechanik, also Planet-Side-2-Mechanik würden sich wünschen. Und ja, ich meine, die Technik schreitet voran. Neue Engine, neue Netzwerktechnologien. Es ist leichter geworden, KI-Unterstützung bei der Entwicklung. Also von daher ausgeschlossen ist das nicht, dass das nächste Mal auch mal einen ordentlichen Technologiesprung nach vorne bedeutet. Mhm. Was ist kurz das Progressionssystem vom Dings, was du gerade gesagt hast? Also erstmal kleines neues Equipment natürlich freischalten, das kannst du schon, ne? Also darüber, dass du halt mehr Punkte hast und mehr die neue Waffen halt hinzulegen kannst, so halt in on the field. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an MacWarrior Living Legends. Da hast du ja auch mit einer Punktzahl, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ist jetzt schon viele Jahre her, dass ich es gespielt habe, deswegen meine Erinnerung mag mich trügen. Aber im Gefecht konntest du dann durch diese Punkte, die du erspielst, durch Kills, durch Flaggen erobern, durch Punkte einnehmen, hast du mehr Punkte bekommen und konntest dann beim Respawn einen besseren Mech, einen besseren Panzer nehmen oder was auch immer, ne? Und dadurch hast du dann natürlich in der Partie auch eine Progression gehabt. Und das macht es auf jeden Fall spannend. Während man bei MWO ja nur, du hast die 4 Mechs, die du ausgewählt hast, verdienst dann Geld und Erfahrungspunkte und kannst dann nach der Partie neue Sachen kaufen, um sie dann in der nächsten Runde mitzunehmen. Aber die Leute waren schon so weit, dass im Prinzip die meisten ein Arsenal voller sehr guter Mechs hatten und im Prinzip diese Progression gar nicht mehr nötig war. Also wenn, dann sollte diese Progression schon auch auf die Partien beschränkt sein und nicht, dass die Leute von vornherein ihre hochgezüchteten Armeen in der Tasche mitbringen. Das heißt also, eigentlich das Ganze ein bisschen entkoppelt von dem, was man so hat. Und das ist bei anderen Spielen ja auch so. Ich spiele ja IL-2, da gibt es Tactical Air War. Und das ist eine klammerige Kampagne, wo du mit einem Flugzeugset anfängst und das sind wie 2 oder 3 einfache Maschinen. Und wenn du lange überlebst, wenn du viele Feindflüge machst, wenn du viele Ziele erfolgreich triffst mit Bomben, wenn du viele Gegner abschießt, dann sammelst du Punkte und dann bekommst du neue Flugzeuge dazu und Ränge. Und gewisse Flugzeuge darfst du erst ab einem gewissen Rang fliegen, zum Beispiel um eine Messerschmitt 262, den ersten Jet oder Düsenjäger in der Militärgeschichte fliegen zu dürfen, musst du mindestens einen Killstreak von 5 haben, du darfst also nicht zwischendurch gestorben sein und musst den Rang eines Majors haben oder Majors. Ne? Und nur unter diesen Bedingungen darfst du die ME-262 fliegen. Sobald der Killstreak unterbrochen wird, ist die erstmal wieder weg.
Das heißt, du hast sie zwar noch, aber du darfst sie nicht fliegen. Du wirst also vom Server gekickt, wenn du versuchst, mit ihr zu starten. Du kriegst auch eine entsprechende Meldung. Ist natürlich eine Fanmade-Sache, aber wenn Fans solche Mechaniken hinbekommen, vor allem, weil Spieler dann ganz vorsichtig werden, ab dem Punkt, wo sie den Killstreak haben und die Mechanik so fliegen dürfen, werden die ganz, ganz, spielen die ganz, ganz anders als vorher. Ich würde sagen, wir schauen mal, was sie dann uns anbieten, weil bis dahin können wir uns viel überlegen und Vor- und Nachteile diskutieren. Aber wenn es noch mal 3 Jahre dauert, dann schauen wir mal. Genau. Aber jetzt noch ein paar mehr Themen haben, würde ich lieber mit den Vorthemen etwas durchkommen, damit wir mit unserer Geschichte weitermachen. Vielleicht noch ganz kurz, in MWO gibt es auch 2 neue Legendary Mechs. Ui. Den Crimson Sentinel, ein Black Knight, um wohlfeile 5 Kronen, ist ein Black Knight mit einem riesen Schild. Also, ja. Ach, den habe ich schon gesehen, genau. Schaut recht hübsch aus. Und dann gibt es noch den Raging Lotus. Ich würde mir jetzt einen Sportwagen vorstellen, es war ein Warhawk. auch für 15 Kronen. Und ja, das ist mal ein Warhawk mit einem Clan Supercharger. Also, okay. Der geht so richtig ab. Sonst sage ich mal von der Ausstattung und so, ja, Lust. Also mal ein Warhawk mit Pulslasern und ATMs. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Und Black Knight halt auf komplett Nahkampf ausgelegt mit SRM und Snapnose PPCs. Aber sicher auch witzig. Und ich sag, 15 Ocken ist ja jetzt nicht. Man kann ein bisschen MWO unterstützen, damit eventuell MWO 2 rauskommt. Das stimmt. Also wir freuen uns ja auch über jedes neue MechWarrior, was da erscheint. Und ich muss sagen, MechWarrior 5 mittlerweile gefällt es mir gut. Ich spiele es immer wieder auch. Ne? Also von daher, es mag etwas schwach gestartet sein, aber mittlerweile echt ein gutes Spiel. Mhm. Oh, na, ja. Dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Kaufen weiterhin jedes DLC, was so rauskommt. Ja, das sowieso. Obwohl, ich habe noch nicht mal das letzte gespielt, weil ich komme immer irgendwie nicht hin. Ich bin in den Sidequests so arg gefangen. Ich bin jetzt gerade mal am Ende des 4. Nachfolgekrieges mit meiner aktuellen Kampagne. Also bis zu den Ronin-Kriegen sind noch gute 6 Jahre hin. Oh, dafür kannst du es ja jetzt in VR spielen. Ja, eben, da freue ich mich auch total drauf. Also die Kampagne dann zum ersten Mal, ne? Und dann in VR. Also das wird schon geil. Vielleicht überspringe ich einfach ganz viel Geld verdienen irgendwie zwischendurch und dann sagen, oh, skip. Okay, Onai, du wolltest noch was sagen. Nö, das war einfach nur eine jetzt nicht mehr relevante Bemerkung. Okay. Gut, dann jetzt aber meine Überleitung von vorhin. Tun wir so, als ob ich sie vorhin nicht gemacht habe. Ja, schieß. Du hast Freunde gefunden. Ach so, ja, nein, ich wollte eigentlich nur noch mal ganz kurz die PhoenixCon erwähnen. Ist zwar jetzt schon Monate her, aber wir haben halt keinen Battlebot zwischendurch gehabt. Und ich möchte mich noch mal ganz herzlich an die Organisatoren und auch wirklich die vielen Teilnehmer, die auf der Con Dinge organisiert haben, Szenarien organisiert haben. Hier mein Kollege aus Berlin, der wieder auch ein fantastisches Szenario angeboten hat, wo wir als Wolfsdragoner gegen Klane angetreten sind und eine Basis erobert oder beziehungsweise Vorräte daraus gestohlen haben mit unbewaffneten, ungepanzerten Transportern, dann wie die Irren über so eine Landstraße zu flüchten, verfolgt von Clan-Mechs, die Guns Blazing, wie sie mal so schön sagt, aus allen Rohren feuern. Also das war schon ziemlich fett. Und bei der Gelegenheit habe ich auch 2 unserer treuesten Zuhörer kennengelernt. Und an die möchte ich nochmal ganz herzliche Grüße richten. Einmal an den Jürgen und an seinen Sohn Konrad. Die kommen nämlich hier aus der Umgebung, aus der Oberpfalz. Die hatten mich jetzt auch schon eingeladen. Die haben da alle paar Wochen mal eine Spielerunde in einem Rollenspiel und Tabletop-Laden bei ihnen in der Nähe, war echt ein Heidenspaß. Und ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal hinfahren. Beim letzten Mal haben sie mich eingeladen, da war ich auch ein bisschen kränklich und habe ich es mir dann auch gespart, weil ich nicht so fit war. Und es ist auch blöd, wenn du dann so schnupfend und hustend dann da rumsitzt, dann willst du auch die Leute nicht anstecken. Aber das ist eine tolle Community dort. Und ich finde auch, dass der Jürgen da viel auf die Beine gestellt hat, organisiert da auch Battletech-Runden. Und sehr aktiv, was auch Brettspiel und Tabletop angeht. Also von daher auch nochmal schöne Grüße in die Richtung. Und dann gebe ich jetzt mal rüber zum Hauptthema. Haus Liao, oder heißt es Lao? Ich habe beide Aussprechweisen
gehört. Was denkt ihr, was ist die richtige? Lao? Wer sagt denn Lao? Eine Menge Leute. Ja. Bei mir ist Liao. Genau. Das reimt sich nämlich auf Miau. Genau. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Lao ist die eher die chinesische Aussprache des Namens, wenn ich mich nicht irre. Mag mich irren. Vielleicht ist ja einer unserer Zuhörer da Bewanderter und können uns aufklären, was denn richtig ist. Ich glaube, das ist ähnlich wie einer der Battletech-Hauptprotagonisten, Justin Xiang Ellert oder Chiang. Also. Oder Davion und Davian und Davion. Aber ich dachte, da ist jetzt endgültig mal ein Richterspruch gefallen, dass das Davian heißt. Meine gehört zu haben, dass sie sagen, in der Innensphäre gibt es ganz viele Interpretationen davon. Die einen sagen so, die anderen so. Oh ja. Und Justin kenne ich nur Xiang. Ich habe immer Xiang gesagt, aber ich sage ja auch was weiß ich. Genau. Ne? Ja gut, was soll's. Genau, und Hanse Davian, Hans Davian. Ne? Genau. Von daher, ich glaube, am Ende des Tages darf man sagen, was man will, ne? Weil Sprache ist ja lebendig. Ja. Irgendwann sagen wir auch Liao innen und Liao außen. Also von daher. Also erzähl mal, oder was hast du Liao vorbereitet? Wann hat der Wahnsinn begonnen? Ja, das ist schwer zu sagen. Manche sagen, das ist generell der Liao-Genpool von vornherein schon so ein bisschen quirky war und zwischendurch halt es mal wieder einen Ausbruch gab. Es ist im Wenn man das mal so sagt, würde ich jetzt diese Family, dieses Haus nicht bescheuerter einstufen als die meist anderen auch. Ja, was so, also, der Gründungsvater war schon ein bisschen beknackt, ne? Würde ich so nicht sagen. Gut, steigen wir mal ein. Wo fängt all das Unheil an? In der Wiege der Menschheit auf Terra? Der erste Liao, der namentlich sich hervorgehoben hat, ist Elias Liao, der auf der Erde schon eine Karriere hatte, in der Hong Kong University Politik studiert hat und sich als dritter Präsident des Freien Staates von Hong Kong etabliert hat. Das war soweit alles erstmal noch relativ unspektakulär. Also gut, Politiker, was soll man da machen? Der hat dann blöderweise, wie gerade eben schon gesagt, einen leichten kleinen Absturz gehabt und hat sich dann dazu bewogen, als Anführer einer fanatischen Gruppe der New World Disciples, also der Jünger der neuen Welt, sich zum Ziel zu setzen, das Übel der Menschheit einfach auszuradieren und hat dann zu Terrorismus übergeschwungen. Ja, alle Macht im Volke, Anarchie. Genau, einfach mal ratzfatz ein paar Leute weggesprengt. Das ging auch eigentlich soweit ganz gut, also für ein paar Jahre hat es für ihn funktioniert. Bis er dann irgendwann mal in Beijing ein paar Finanzblocks weggesprengt hat, dann war Schluss mit lustig. Dann war die rote Linie überschritten und er musste dann die Flucht ergreifen. Er konnte erfolgreich fliehen, seine Frau und seine zwei Töchter nicht unbedingt. Wohin ist er geflohen? Er ist auf ein Raumschiff, das raus aus Terra ging, drauf und hat sich dann im Prinzip in den freien Weltraum aufgemacht. Da hat er dann, weil er anscheinend auch relativ charismatisch war, die Sprungschiff-Crew davon überzeugen können, dass sie ihn doch bitte an irgendwo absetzen sollen, wo es ganz super ist. Ein paar von der Sprungschiff-Crew waren dann auch noch so begeistert von dem Kerl, dass sie einfach bei ihm geblieben sind. Und da haben sie sich dann niedergelassen auf der Welt Cynthiana, die später dann unter dem schönen Namen Liao bekannt werden sollte. Na gut, von da aus fing das ähnlich an wie bei den meisten Häusern auch. Das heißt also, es wurden Nachbarwelten kolonisiert. Man hat da so ein kleines Imperium dann aufgebaut. Es war das Haus Liao, damals dann also noch mit Elias Liao als Kopf der Familie.
haben sich Namen gemacht. Im Prinzip Rinderhaltung, Schafe, Pferde. Eridani-Pferde. Die dann später Eridani hieß. Eridani-Pferde hießen, richtig. Naja, der hat sich dann also erstmal mit normalem Handel dann halt über Wasser gehalten und hatte sich zum Ziel gesetzt, auf diesem Gebiet dann halt der terranischen Konkurrenz immer ein bisschen weiter voran zu sein. Relativ unspektakulär starb er dann auch im Alter von 61 und ihm folgte Victor Liao, der damals dann schon Gouverneur von einer kleinen Kolonie war, die dann sich Liao genannt hatte. Und Meine Frage zum ersten, warum nennt man jetzt den als den ersten? Weil er der erste war, der außerhalb von Terra sozusagen was zu sagen hatte. Es war der erste quasi nachgewiesene Erwähnung von einer ununterbrochenen Blutlinie. Weil Elias quasi, der war der Sohn von, ich glaube, von einem britischen Politiker und einer nepalesischen Mutter. Ja. Ja. Und war quasi der erste Liao, wo man zurückverfolgen konnte, dass der quasi so der Gründervater der Dynastie war. Ja, ja. Im Vergleich dazu dann die Nummer Marek, das zurückgeht aufs 14. Jahrhundert. Genau. Irgendwo da im österreichischen slawischen Reich, wo da die erste Namensgebung dann halt herkam. Oder halt Kurita, sehr berühmt dann halt dementsprechend auch aus der von einem berühmten Kurita, der im Zweiten Weltkrieg auf sich aufmerksam gemacht hat. Genau, übrigens total lustig, ich habe da mal rumgegoogelt, ja, so als Side-Note, weil du jetzt die Mareks ansprichst. Da gab es tatsächlich in der tatsächlichen Linie, also auf der richtigen Welt hier bei uns, in der Linie einen Count Trottel. Ah. Wie hieß der? Der hieß tatsächlich Trottel. Trottel. Das ist ein französischer Nachname scheinbar. Aber im Deutschen natürlich sehr. Okay. Ja, da stecken wir halt nicht dahinter. Ne? Der Rolls-Royce Mist hat sich auch im deutschen Raum nicht so gut verkaufen können. Aber da kann man sagen, in dieser Familie alles Trottel, ne? Ja, genau. Einmal ein Trottel, immer ein Trottel. Na gut, von den Trotteln rüber zu Liao. Victor Liao ist definitiv kein Trottel gewesen. Er hat sich sehr gut im Handel verstanden, hat also auch schon relativ früh kennengelernt, dass es sinnvoll ist, gute Handel abzuschließen. Er hat mit Welten, Regierungen, irgendwelchen Entitäten, die halt den nicht unbedingt in harter Währung bezahlen konnten, hat er Tauschhandel betrieben. Und eine seiner favorisierten Tauschwährungen war halt auch Waffen, weil er hatte schon den Zahn der Zeit richtig erkannt und wusste, dass es in der nächsten Zeit auf einen bewaffneten Konflikt hinauslaufen wollte und da wollte er halt so gut wie möglich vorbereitet sein. Denn was kam als nächstes? Aus den anderen Geschichtspodcasts haben wir es schon festgestellt. Die Terranische Allianz guckte natürlich nach außen zu den kolonisierten Welten und wollte da dementsprechend vor Tantiemen haben. Das heißt also, jegliche Revolte oder Welten und Regierungen, die Anstalten gemacht haben, sich für unabhängig zu erklären oder erklären zu wollen, versuchte man möglichst schnell den Gar auszumachen. So dementsprechend auch auf dieser schönen Welt. Als es eine Revolte auf Liao gab, hat der terranische Gouverneur dann eine Audienz bei Victor Liao gewollt. Dieser hat ihn auch dann empfangen, als der terranische Gouverneur ihn dann aufgefordert hatte, Beihilfe zu leisten in der Niederschlagung des Volkes, war sein Kopf kurz darauf getrennt von seinem Körper. Das war dann im Prinzip die Einführung von Victor Liao als dementsprechend nicht guter Freund der Terranischen Allianz. Aber gut, damit ist er dann erstmal so durchgekommen. Es gab keine größeren Nachteile für ihn danach. Das heißt also, im Gegensatz zu anderen Welten und anderen Herrscherhäusern
die an der Stelle sich sehr stark mit der Terranischen Allianz angelegt haben, ging das für Haus Liao und Viktor Liao in diesem Sinne dann eigentlich ganz gut aus. Man konnte sich relativ gut gegen die Terranische Allianz behaupten und hatte dann halt dementsprechend einen autonomen Status. Okay, dann sind wir auch eigentlich schon im Jahr 2242. Das war im Prinzip auch der Zeitpunkt, wo die Terranische Allianz-Expansion dann endgültig in sich zerfallen ist. Die Terranische Allianz hatte festgestellt, dass es nicht so einfach ist, die Kolonien wieder für sich zu gewinnen. Und das war dann erstmal das Ende von den weiteren Machtansprüchen. Als Konsequenz daraus haben sich natürlich unterschiedliche Herrschaftszonen gebildet, unterschiedliche Entitäten, wie zum Beispiel die Chesterton Handelsallianz und auch die Tikhonov Grand Union und an der Stelle dann auch die kapellanische Hegemonie, die dann später sich dann auch in der kapellanischen Prosperity League zusammengefunden haben. Das war ja dann praktisch also die Kapellaner wurden ja später nochmal neu gegründet dann, ne? Also die... Es läuft alles darauf hinaus, dass es halt einen Zusammenschluss von unterschiedlichen Sternsystemen gab. Also bei Haus Marik waren es einzelne Systeme und dann halt auch so kleine Systemhaufen, die sich zusammengeschlossen haben. Kapellanische Konföderation oder wie das halt hier jetzt zu dem Zeitpunkt heißt, kapellanische Hegemonie und dann später kapellanische Prosperity League, waren das Zusammenschlüsse von schon Gruppen von Systemen unter einzelnen Herrscherhäusern. Ich finde was wie Prosperity League, das ist mal so ein schöner Euphemismus, ne? Irgendwie also die südostasiatische Wohlfühlsphäre oder sowas in der Richtung. Genau. Klingt total friedlich. Total friedlich und das, so ein Subtext, Achtung, dies ist eine Diktatur. Have fun. Ja. Naja, Diktatur, also es ist nur eine andere Form der Zusammenarbeit. Genau. Ich meine, wir kennen es von den anderen Häusern, ne? Da dreht sich es im Prinzip immer nur um einen kleinen geschlossenen Kreis. Also einzelne Häuser werden immer Staaten in der inneren Sphäre werden ja in der Regel immer mit einzelnen Häusern assoziiert, die denen vorstehen. Aber hier, werden wir auch später noch drauf kommen, gab es zwischendurch ein paar Wechsel hin und her. Aber dadurch, dass es ja hier um Haus Liao geht, wenn wir da die ganzen Schleifen, wo Haus Liao dann nicht an der Macht war, dann einfach mal, wenn dann überhaupt nur ganz kurz, anschneiden, sodass wir uns dann hier dann auch auf den Werdegang des Haus Liaos konzentrieren. Okay. Viktor Liao starb 2240. Also auch nicht unbedingt in einem frühen Alter. Seine große... Viktor Steiner Davian Liao. Okay. Ich darf nichts spoilern. Reden wir in einer Dreiviertelstunde nochmal. Ihm folgte Irina, wie auch immer man das aussprechen möchte. Das war die Schwiegertochter. Auf jeden Fall etwas weiterer Familiengrad. Im zarten Alter von 22. Sie hat so die ersten Grundpfeiler gesetzt für eine feudale Dynastie. Das war also ab dem Punkt wurden dann schon im Prinzip die Wegweiser gesetzt für wie später die Konföderation Capella dann halt sich etablieren wird. Okay, sie war dann ziemlich beschäftigt, den Vorreiterstatus von Haus Liao, von ihrem Haus zu stärken und hat deswegen auch im Prinzip alles daran gesetzt, um halt ihre Vormachtstellung halt weiter auszubauen. Sie hat sich da des Mittels der Heirat bedient, wahrscheinlich eine der schlimmsten Waffen der modernen Zeit.
Sie hat diverse Male geheiratet und hat dabei jedes Mal halt mehr an Einfluss aufgenommen. Hat dabei dann halt das Beste für sich rausgenommen und ist dann halt weitergezogen. So hat sie sich halt ihre Vormachtstellung unblutig im Prinzip erhalten können. Ist ein Giftanschlag auch unblutig? Würde es ja schon sagen. Kommt drauf an. Es sei denn, kommt Nasenbluten, dann ist wieder blutig. Das ist wieder blutig. Naja, okay. Verstanden. Gerne weiter. Okay. Wie gerade eben schon angedeutet, es gab mehrere Einzelentitäten innerhalb dieser kapellanischen Hegemonie. Die waren unter sich allerdings auch nicht unbedingt grün. Wie wir ja später auch von aus den Romanen heraus wissen, Tikhonov und so weiter, aber auch St. Ives, die dann später dazukommen, sind alles auch kleine Entitäten, die zwischendurch ein wenig argwöhnisch auf die nächsten Nachbarn gucken. Ein Protektorat, was es heutzutage dann nicht mehr gibt, was es nur noch in den Legenden gibt, das ist das Chrisholm-Protektorat. Die Battletech-Fans kennen noch die Chisholm Raiders vielleicht. Da zumindest ein paar von euch. Kannst du das kurz erklären, wer das war? Wer das ist? Die Chisholm Raiders, das ist eine Söldeneinheit. Die haben so ein bisschen indianischen Flair, die sie mitgenommen haben. Und die berufen sich da halt ihre Wurzeln zu haben. Gut. Nichtsdestotrotz, die kapellanische Hegemonie hat für sich erstmal den Anspruch erhoben, ein großer Counterpart zur terranischen Allianz zu sein. Das heißt, also an der Stelle haben sie gesagt, hier, wir sind eine großartige Zivilisation eine Zivilisation, die erhalten werden möchte. Das heißt also, auf einem gewissen intellektuellen Level haben sie sich als direkte Konkurrenten zur Terranischen Allianz gefühlt. Gut. Dann verschwand im Prinzip auch das Haus Liao erstmal von der politischen Bühne. Für eine gewisse Weile kam da dann erstmal gar nichts. Parallel dazu wurde eine... Kurz unterbrechen, weiß man, was die gemacht haben in der Zwischenzeit? Sind die dann einfach so Privatiers geworden oder ist da eine Lücke im Kanon? Nee, es gab schon Präsidenten, also der Irene nachgefolgt ist ihr Sohn, der Martell. Von dem weiß man aber quasi nichts, was der so getrieben hat. Also da gibt es quasi keine Aufzeichnungen. Sie hatte auch eine Tochter, da habe ich den Namen jetzt vergessen. Aber von der weiß man überhaupt nichts. Also da wird irgendwo einmal erwähnt, die hatte mal eine Tochter. Eigentlich würde man ja glauben, bei den ganzen Männern, die die hatte, dass sie mehr Kinder hatte, aber man weiß nur von zwei. Ja. Genau, die wollte nur deren Bestes. Genau. Und man weiß eben nur, dass der Martell eben Präsident war kurz. Der hat sich noch Präsident genannt. Weil der Emil Falkner Liao wurde dann quasi der Erste, der sich quasi als Duke genannt hat oder irgend so. Genau, dazu muss man sagen, die wurden alle gewählt, also ernannt, vorherrschenden Leute, die da gerade eben erwähnt wurden. Das war im Prinzip auch der Grund, warum es möglich war, dass, im krassen Gegensatz zu Haus Kurita, die das ja sehr stark verteidigt haben, bis auf kurze Ausreißer zu einem Hausnamen namens von Roas. Schlimmer Name. Bei Haus Liao sind die allerdings etwas, in der kapellanischen Konföderation, also der Geschichte der kapellanischen Konföderation, sind die etwas präsenter gewesen. Da ist die Familie Ares zum Beispiel, die stark konkurriert hat, im Prinzip das vorherrschende Haus innerhalb der Konföderation. Genau, und auch der Emil Liao hat er im Prinzip eigentlich nur versucht, durch wirtschaftliche Macht quasi das sich ein bisschen nach vorne zu bringen und hat quasi eine riesige Handelsmarine ins Leben gerufen, die viele tausend Schiffe umfasste, ne? Und dadurch
halt sich sehr festigen konnte, was jetzt monetäre Sachen angeht. Ne? Genau, das war halt zu der Zeit, wo es, wo Kolonisation halt stark gefragt war. Die Ausbreitung, ist halt da noch sehr am Laufen gewesen. Das heißt also, das, was wir jetzt aus der inneren Sphäre kennen, mit den Randstaaten, die sind da gerade in der Entstehungsphase gewesen. Aber auch viele Systeme, die zwischendurch übersprungen worden sind, sind dann halt kolonisiert worden. Das heißt, es wurde alles erstmal dichter. Genau, und irgendwann 2315 hat er sich quasi zum Duke ausgerufen und gesagt, jetzt ist es ein Erbtitel. Genau, 2315. Genau, na da. Genau, es lebe der Kalif, der Duke. Genau. So, ich habe nicht so gut Comics gelesen, deswegen Kalif. Er ist dann auch mit einem orangenen Auto rumgefahren, oder? Genau. Also, dazu muss man sagen, es ist da schon offenkundig gewesen, dass die Kapellaner, also dass es innerhalb der kapellanischen Hegemonie Zwistigkeiten gab und dass man da miteinander nicht unbedingt grün war, aber auch die Außen, die Einflussnahme von außen ist da gekommen. Also die Einflussnahme von Haus Davion auf diverse Wahlen und halt auch bestimmte Entscheidungen auf politischer Ebene, die ist da immer wieder aufgedeckt worden durch den militärischen Sicherheitsapparat. Aber auch, muss man sagen, natürlich auf der anderen Seite, das Haus Marik hat immer mal wieder auch an den Grenzen der Konföderation geknabbert. Wobei man sagen musste, dass mit denen ein Auskommen doch einfacher war als gegen die Davions, zumindest in der ersten Zeit. Also in der ersten Phase, wo es darum ging, dass die Kapellaner in den einzelnen Distrikten sich gegenseitig bekriegt haben, konnte durch die Einflussnahme von Haus Marik die Situation dann geklärt werden. Als es dann allerdings dazu kam, dass diese Befriedungsmaßnahmen in dem Bereich des Sana-Territoriums dann halt nicht unbedingt so verlaufen sind, wie man sich das gedacht hatte, weil die da anscheinend einen hohen Grad an religiösem Fanatismus haben, hat sich dann auch da diese Allianz relativ schnell wieder in Wohlgefallen aufgelöst und die Mareks, also die Liga Freier Weltentruppen, haben sich da dann halt auch wieder zurückgezogen. Goodie. Ja, da ist der Hoshi gerade immer ziemlich weitergeflogen. So, also 30:15 waren wir. Franco. Genau. Franco Liao. Franco Liao. Franco, ich habe Branko verstanden. Okay. Nee, Franco. Franco Liao. Genau, Franco okay. Liao, ein direkter Nachfahre von Emil, ist verheiratet gewesen mit Caroline Tukas. Tukas, Hoshi, wie würdest du die kurz und knapp beschreiben? Die Caroline oder ihre Mutter? Ja, sowohl als auch. Also die Mutter war quasi die Premierministerin von Capella und der Franco war ja quasi der Duke von Liao. Ja? Und der hat natürlich gesehen, das wäre jetzt natürlich nicht schlecht, da rein zu heiraten. Also Heiraten ist bei denen immer groß geschrieben. Ne? Und naja, die Seluk Tukas. Immer schon so, dass halt sie gewählte Premierministerin war, der Capellan Community. Aber zufällig halt ihre Gegenspieler, wenn sie zu wichtig waren, waren es halt irgendwie plötzlich weg vor der Wahl oder so, ja. Mhm. Und sie hat auch so schon ein bisschen so geheimdienstliche Sachen gemacht. Also sie hat quasi so eine Zone, kapellanische Zone, die aber bei den föderierten Sonnen dabei waren, so ein bisschen untergeschoben quasi. Sie hat mit
Dikon offenen Vertrag abgeschlossen, aber so auch ein bisschen geheim und so, ja. Sie war da politisch nicht blöd, sage ich mal. Und da sie halt zu der Zeit schon ein bisschen älter war, hat sie halt ihre Tochter verheiratet dann mit dem Franco. Die Tochter, also es gibt so ein Fanart von der, das schaut sie echt. Ja. Und die war eben dann, wo ist ihr quasi als Premierministerin nachgefolgt und so, ja. War halt auch nicht gerade, ja, sagen wir mal, von schlechten Eltern, was so diese leichte Hinterfotzigkeit angeht. Ja, also Franco Liao hat als er die Macht oder als er ernannt worden ist, als Kanzler hat er eigentlich ein Friedensangebot gemacht in Richtung der Familie Aris, die im Vorfeld große Wellen gegen Liao gemacht hatte. Ging dann so weit aus, als Aris dann abgelehnt hatte, den Titel des Vizekanzlers zu übernehmen, wurde er kurzfristig des Hochverrats bezichtigt und dann abgeführt. Liao sind Liao. Ja, das ist, mit denen darf man halt auch, sich auch nicht zu stark verscherzen. Franco Liao hat dann eine neue Institution innerhalb des Regierungsapparates gesetzt. Das ist das House of Zions, heißt es im Englischen. Haus der Nachfahren würde ich es bezeichnen. Das ist im Prinzip die Adelshäuser der unterschiedlichen kleinen Herrschaftergebiete und bestimmte Individuen dann ein größeres Stimmrecht haben. Das heißt, dadurch wurden dann halt auch ganz klar diejenigen belohnt, die halt für Franco Liao standen. Das war erstmal so ein relativ guter Schachzug, um da dann halt die Macht halt weiter zu etablieren, um halt auch die Herrschaft des Haus Liao an der Stelle noch weiter zu zementieren. Was ich dann so ein bisschen komisch finde, ausgerechnet an der Stelle interveniert dann Davion, weil sie der Meinung waren, dass die Konföderation Sinne ist, in unnötigen, blutigen Bürgerkrieg zu verfallen, und ist gerade dann da der Meinung, dass man unbedingt Friedenstruppen etablieren muss. Friedenstruppen, in Anführungsstrichen, das ist genauso wie in eine militärische Sonderoperation. Ja. Um halt die Konföderation zu befrieden. Das hat blöderweise genau das Gegenteil verursacht von dem, was sich wahrscheinlich der Davio-Kommandeur sich gedacht hatte, und anstatt da im Prinzip auf eine in eine Situation reinzukommen, wo sie dann das Ganze unter Kontrolle bekommen, ist es eigentlich nur umgekehrt und hat halt weiter die Herrschaft von Haus Liao bestärkt. Genau, also der Franco hat nämlich auch denen ihre Schiffe einfach angegriffen. Also der hat gesagt, na, sollen sie mal landen, hat aber ihre ganzen Schiffe und Supply-Ships und so weiter im Weltraum angegriffen und die ziemlich vernichtend geschlagen. Und ja, das war dann so ein bisschen blöd ausgegangen für davianischen Truppen, die er aufgefordert hat, sich zu ergeben, ne? Wobei die Davian-Truppen das verweigert haben, weil sie gesagt haben, ja, sie sind in einer guten Defense-Position. Daraufhin hat der Franco in guter Liao-Manier gesagt, ja, ich riskiere jetzt natürlich meine Truppen nicht, um da zu landen und die in ihren Stellungen anzugreifen, sondern hat einfach mal aus dem Orbit bombardiert, ne? Was man so tut. Genau, hat irgendwas mit anderthalb föderierte Sonnenregimenter erledigt und auch 2000 kapellanische Zivilisten, aber naja, gut. Davon hat man ja genug, ne? Also genau. Die wachsen. Highground halt. Genau. Als sinnvolle Konsequenz aus dieser ganzen Misere hat man sich allerdings auch mal dann der galaktischen Karte zugewandt und war dann der Meinung, dass Liao doch
echt nah an der an den Vereinigten Sonnen ist und hat dann erstmal die Hauptwelt dann nach Xi'an verlegt. Also ein bisschen mehr Distanz dazwischen. Grandioser Schachzug. Aber gut. Genau. Aber natürlich hat der Franco dann auch immer weiter versucht, das Militär in der Kapellanischen Konföderation weiter auszubauen. Ne? Weil er hatte natürlich einen guten Grund, weil er konnte jetzt den schwarzen Peter, den Davions. Genau. Und gleichzeitig ist natürlich auch auf der anderen Seite, das ist, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Hat Marek auch noch versucht, für sich da noch ein Stückchen rauszuschneiden. Das heißt also, die Argumentation von Franco Liao ins Militär zu investieren, war dann also absolut nachvollziehbar. Genau, die Liga freier Welten hat dann natürlich auch ein bisschen angeknabbert auf der anderen Seite. Mhm. Und der diese kann gar nichts. Genau, aber der Franco Liao hat auch gesagt, na passt, nehmt diese Planeten, die paar da, kein Problem. Und hat aber intern quasi das ausgenutzt für seine Propaganda, sodass quasi alles, was noch irgendwie an ihm drangehangen ist, im Prinzip sein Statement of Unification unterschrieben haben und er dann tatsächlich also der erste Kanzler der Kapellanischen Konföderation der Vereinigten war. Genau. Und alles ward gut, bis auf der Hofstaat. So, jetzt mal Fun Fact. Du bist ein Anführer von einem hervorragenden inneren Sphärenstaat. Was könnte dein Lieblingshobby sein, womit du deine Untergebenen am meisten nervst? Ach so, hier. Mord und Totschlag hätte ich jetzt gesagt, aber... Ne? Und Steuern. Icke, was hast du? Krieg? Dudelsack spielen. Nein, echt? Und das ausgiebig und sehr nervig. Oh Gott. Ja, genau. Das ist doch genau das Richtige, was man so für einen chinesischen Staat, den man, Sci-Fi-Staat, den man so im Hinterkopf hat, genau noch ins richtige Bild kriegt. Ne? Irgend so ein Kerl, der da mit dem Dudelsack über den Hof rennt. Aber gut, okay. Ja, jeder braucht sein Hobby. Ja. Also, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ja, gerade weil er jetzt ja nicht unbedingt ein schottisch angehauchtes Haus ist. Ja gut, das ist auch so eine Sache, dass ich glaube, das ist rein menschlich, dass man halt die ganze Vielfalt so ein bisschen ausblendet. Und ich meine, in den Büchern wird das ja auch im Prinzip so stereotyp dann halt durchgezogen. Aber gerade in den Sourcebooks versucht man schon da auch im Prinzip darauf hinzuweisen, dass die ganze kulturelle Vielfalt doch durchaus gegeben ist und dass man da mit doch ganz lustige Gegebenheiten auch produzieren kann. Gut, Franco Liao hat natürlich auch irgendwann mal aufgehört zu regieren. Ihm folgte jemand mit dem wunderbaren Namen Kornath, whatever. Ist auch jemand, der gut auf sich hat zu sprechen hören, weil er eine Organisation gründet, auf die später dann sehr viel Macht und sehr viel Einfluss beruht, und zwar die Maskirovka. Ah, die kennen wir gut. Die wahrscheinlich unfähigste Geheimdienst-Agententruppe in der inneren Sphäre. Ja gut, aber sie sind... Musst du schon einen Sneak Peek machen. Warum? Oh, wir wissen doch alle. Naja. Ja, nicht alle. Wir haben auch neue Hörer. Also aber das ist ja nur meine private Meinung. Vielleicht überzeugt mich ja noch und überrascht mich, dass die super mega professionell sind. Also gibt es sicher auch Professionelle bei denen. Ja. In der Verwaltung oder so. Keine Ahnung. Ja. Man weiß es nicht. Naja. Aber gut. Jeder gute Staat braucht seinen Geheimdienst, und das ist in dem Sinne die Maskirovka. Geheimdienst. Okay, erzähl weiter. Konrad hat dann noch weiter daran gearbeitet, das Militär zu stärken. Unter anderem, man glaube es kaum, hat er unter dem Wahlspruch Equal Rights, Equal Risks dann eine Initiative vorangepeitscht, dass auch Frauen ins Militär sollten. Natürlich jetzt nicht so ganz vorne, in vorderster Linie, aber zumindest schon mal ziemlich ganz nah vorne dran beim Militär. War dann auch im Prinzip eine seiner letzten Taten, die er umsetzen konnte, weil seine Regierungsperiode waren nur 4 Jahre. Der Dennis fragt jetzt, woran ist er gestorben? Wir wissen es nicht. Ist wieder mal eine kleine Fußnote, wo es einfach nur heißt, er ist gestorben. Gut. Ihm folgte Elisha Liao, seine Tochter. Im zarten Alter von 27 wurde sie zur
ja, zum ersten weiblichen Kanzler gewählt in der Konföderation. Und ja, hat auch nicht so viel auf sich aufmerksam gemacht, bis auf diese Kleinigkeit, dass sie halt die terranische Hegemonie und die anderen Herrscherhäuser zur kleinen Welt Ares eingeladen hat, um doch die Ares-Konvention zu besprechen. Die Ares-Konvention. Ein paar von euch haben es schon gehört. Der Story kann es ganz bestimmt kurz zusammenfassen. Die Ares-Konventionen sind quasi die Nachfolger der Genfer Konvention. Und zwar geht es darum, Kriege, also Regeln für einen etwas zivilisierteren Krieg aufzustellen. Weil, ja gut, der erste Nachfolgekrieg war ja schon so ein bisschen, ja, rüpelhaft geführt. Mit ABC-Waffen, also atomar, biologisch und chemisch. Und da hat man sich ja fast in die Steinzeit zurückgebombt. Und irgendwann hat man gesagt so, ja, wäre vielleicht doch ganz gut, mal da der Sache einen Riegel vorzuschieben, nur auf konventionelle Waffen zu begrenzen, wodurch dann auch der Battlemech zu der vorherrschenden, dem vorherrschenden Waffensystem geworden ist, weil es halt, gut, Flieger sind grundsätzlich nochmal kampfkräftiger, aber mit Flugzeugen kann man keine Planeten allein erobern. Haben die Amerikaner auch schon ein paar Mal wissen. Und deswegen braucht man Landeinheiten und da war der Battlemech ganz toll und der sich am Ende durchgesetzt, auch dank der Ares-Konvention. Genau, genau. Also es wurde definiert, dass man von der von strategischen zivilen Zielen absehen sollte und man sich wirklich auf das Zermürben von Militärs beschränkt. Was hatte sie denn davon, dass sie da eingeladen hat? Wie Story gerade eben schon richtig zusammengefasst hatte, die Kriege, die damals geführt worden sind, die wurden halt All-Out-Wars geführt. Und das ist gerade in der Phase, man war ja gerade dabei, so ein bisschen sich zu konsolidieren von der Expansion. Das heißt also, die Welten, die gerade besiedelt worden sind, ja, die waren dabei, sich zu finden. Und dementsprechend auch der Menschheit so ein bisschen Ruhe zu geben und sich zu entfalten. Und solche Kriege sorgen halt für genau das Gegenteil. Das heißt also, es ist keinem gedient, dass man sich gegenseitig komplett ausrottet, sondern es wurde sich darauf beschränkt, dass man gesagt hat, okay, wir führen einen Krieg, um die militärische Vorherrschaft zu erringen und nicht um sich gegenseitig einfach sinnloserweise auszulöschen. Ja, Fun Fact für alle Kurita-Fans: Auf der Ares-Konvention sind 2 Kurita-Unterschriften. Wer weiß warum? Hat sich beim ersten Mal auch verschrieben. Nee, nicht ganz. War nämlich zu der Zeit, der Robert Kurita war der Anführer des, also der Koordinator des Draconis-Kombinats und der Adam Kurita war der erste Präsident der Principality of Ra's al Haq. Adam, so wie Adam Steiner? Genau. Und Eva. Eva Steiner. Hm? Eva Braun? Ah, ist egal. Gut. Okay. Na gut. Diese Zeiten von Elisha Liao sind in der Historie so gut in Erinnerung geblieben, dass der Geburtstag von Elisha Liao bis zum heutigen Tag ein Feiertag in der Konföderation sind. Gut, dann war auch erstmal die Herrschaft vom Haus Liao dann erstmal wieder vorbei. Da gab es eine kurze Phase von einem Haus Baxter, das sich eigentlich nur zum Ziel gesetzt hatte, zu erklären, was die Liaos alles falsch gemacht haben. Die Liaos waren in einer Phase, wo sie aufgerüstet haben. Und auch gleichzeitig natürlich die Ares-Konvention etabliert haben. Arden Baxter fand das für keine gute Idee und war strikt für Abrüstung. Das fanden dann auch die Nachbarhäuser für durchaus interessant. Und diese Abrüstung, die hatte dazu geführt, dass gerade im südwärtigen Sektor, also gegenüber des Taurus-Konkordats es da militärisch herbe Verluste gab, weil man einfach sich ja wegrationalisiert hatte. Parallelen zur heutigen Realität kann man da durchaus machen.
Die Abrüstung ist auf jeden Fall so, so gut angekommen, dass der Herrschaft von Arden Baxter ein schnelles, frivoles Ende gesetzt worden ist durch ein Mitglied der Marians Highlanders. Das ist eine Hauseinheit gewesen, die sich nicht so einfach wegrationalisieren wollte. Wie ist es passiert? Also auf dem Schlachtfeld so oder anders? Nö, das ist... Das war auf dem Weg zu einer Zusammenkunft dieser House of Science, also Haus der Nachfolgen, ist Arden Baxter von einem Lieutenant gekillt worden und seine Leiche ist nie gefunden worden. Hm. Ja, der hat dann passiert auch schon mal. Unfälle. Genau, war ein Schnupfen, ganz bestimmt. Hatschi rums weg, passiert. Gut. Also die Baxters, die haben nicht so drauf gehabt. Ergo wurde es wieder Zeit, dass ein Liao an die Macht kommt. Liao hat dann natürlich direkt wieder gesagt, das, was Familientradition ist, das müssen wir hier an der Stelle weitermachen. Und das heißt also, die militärische Aufrüstung ging da wieder los. Namentlich sind dann so Designs... Liao. Genau, Steven Liao. Steven, Steffen, ja, whatever. Meine Frage, es war doch eine Erbfolge. Nee, nicht ganz. Also sie wurden alle gewählt. Also ernannt. Ja, also war so, es war im Moment, also zu der Zeit war es quasi eine Liao-Erbfolge, wenn man es richtig angegangen ist und quasi die Rivalen rechtzeitig ausgeknipst hat. Ah, okay. Und das hatten die, also das hatte der liebe ich weiß jetzt nie, wie man auch. Karnes. In seiner kurzen Regierungszeit irgendwie nicht so richtig hinbekommen und deswegen ist einem die Baxters an die Macht gekommen. Und der Steven hat dann eben geschaut, dass das schnell wieder vorübergeht, ne? Mhm. Ja, man muss mal gucken, dieses House of Scions, wer hat das ins Leben gerufen, ne? Das war ein Liao und der hat die zusammengesetzt aus den wohlhabenden und führenden also Häusern, Familien, die es zu der Zeit gab. Also, ergo, ne, man hat sich so seine Alliierten dahingesetzt und gesagt, hier, ne, ihr tut was Gutes für mich und ich tue was Gutes für euch. Ja? Genau, und Liao wurde ja dann auch der große Organisator genannt, weil er sich quasi da wieder reinorganisiert. Genau. Aber gut, was soll man machen? Ne? Steven Liao hat sich aufgerüstet für einen Krieg, der blöderweise in seiner Herrschaftszeit nie gekommen ist. Dann kam noch eine ganz garstige Lungenentzündung und dann war seine Herrschaft auch schon wieder vorbei. Oh. Ja gut. Genauso wie so ein Unfall, ne? Das passiert halt auch schon mal. Ihm folgte ein Duncan Liao. Das ist Stevens 17 Jahre alter Sohn. Dem seine Regierungsperiode fing relativ ruppig an. Der wurde erstmal von Merrick. Ist ein General gewesen, der Meinung ist, dass man das besser kann als Silius. Wurde er unmittelbar nach seiner Herrschaftseinführung eingekerkert, festgenommen, wurde dann für einige Monate quasi in seinem Palast eingesperrt. Duncan Liao, ich meine, er ist 17 gewesen, kam mit der Situation nicht ganz so gut klar, hat dann nichts anderes, keinen anderen Ausweg gefunden, als Selbstmord zu begehen in der Gefangenschaft, was dann seine Schwester Jasmin dazu entschlossen hatte, da im Prinzip den Klappstuhl auszugraben. Jasmin Liao hat dann die Revolte sehr blutig niedergeschlagen mit den Second Hexer Lancers. Blutig muss man an der Stelle dann halt auch in Anführungsstriche setzen oder hervorheben eigentlich besser. Sie hat da Tabula Rasa gemacht und als Belobigung, weil sie dann halt auch die Kanzlerschaft angetreten hatte, wurden aus den Second Hexer Lancers die Red Lancers. Und für diejenigen, die nicht wissen, was die Red Lancers sind, das sind so die absolut Badass-Regiment, eines von den Badass-Regimentern,
von Haus Liao von der Konföderation Capella. Nicht zu vergleichen mit den Kriegerhäusern, die sind ein bisschen komisch, da kommen wir dann im nächsten Podcast zu. Aber die Red Lancers, das ist sozusagen wie die Rote Garde vom Imperator bei Star Wars. Kommen die eigentlich jemals in den Romanen so vor, weil Rote Garde sagt mir jetzt eben gar nichts. Die Red Lancers, ja, doch. Die sind bei dem Angriff auf Sian, wo die negativen Aspekte der Triple Strength Mayomer, aber ja diese epische Szene, wo das Gas ausgelöst worden ist. Ja. Da war das Haus Hiritsu anwesend und die Red Lancers. Weil das halt die Leibgarde des Kanzlers ist. Okay, alles klar. Also zwischendurch kommen die schon mal vor. Ja, aber so richtig im Fokus standen die nicht. Also von daher eigentlich so die Kriegerhäuser, die werden ja irgendwie an allen Ecken und Enden erwähnt, aber die Red Lancers, also zumindest waren jetzt bei mir nicht so in der Erinnerungskultur enthalten. Jetzt, wo du sagst, wenn man Parallelen zieht, die Inazagi Warriors kommen in den Büchern auch relativ selten vor. Und das ist ja auch im Prinzip die Household Guard von Haus Kurita. Genau, also man liest immer mehr von den Schwertern des Lichts oder so, aber die Inazagi kommen natürlich kaum vor. Ja. Ja gut, ne? Also ich meine, so aufregendes Leben von so einem von so einem Gardisten, ne? Das ist, stehst halt rechts oder links neben dem Kanzler oder was weiß ich was und wartest. Naja. Okay, das war jetzt blöd ausgedrückt. Genau, und die Jasmin hatte dann da nicht Schluss gemacht, sondern die hatte die ganze Militärspitze im Prinzip so nach ihren Gesichtspunkten geformt, also wenn irgendein General oder irgendein Offizier quasi ihr nicht zu Gesicht gestanden ist, dann hat sich der versehentlich in die Luft gesprengt oder irgend sowas, ne? Genau. Und ja. Während ihrer Herrschaftsphase wurden alle Militärränge über Colonel abgeschafft. Nicht mehr nachbesetzt. Naja, so ein Pech auch. Aber gut. Jasmin hat auch weiter aufbauend darauf ihre Macht aufgebaut und hat da als allererste die Notstandsrechte des Kanzlers für sich in Anspruch genommen. Das war ein absolutes Novum vorher und mit denen hat sie eigentlich die ganze Umwandlung von einer repräsentativen Regierung zu einem repressiven Imperium begonnen. Und das ist, jetzt kommen wir der Sache näher. Also Regierung per Dekret quasi. Genau, weil das war alles zu umständlich und Demokratie, wissen wir ja alle, funktioniert nicht. Ne? Und deswegen war das viel besser, wenn da ein himmlischer Thron hinkommt. Ist auch übersichtlicher und leichter zu erklären. War es wirklich gleich himmlisch? Also hat die gleich gesagt, ich bin jetzt himmlisch? Nee. Oder ist das jetzt deine Interpretation? Nee. Das war jetzt so meine Interpretation. So das, was ja auch immer wieder im Vordergrund ist, wenn man die neueren Romane oder das neuere Lore von Liao sieht mit religiösem Fanatismus und alles Mögliche. Das gab's auch schon in der früheren Zeit und dieser Personenkult, der kommt erst viel, viel später erst so richtig zum Tragen. So religiöse Aspekte gab es bei Haus Liao schon relativ früh, ne? Also wie gesagt, der Erste, der da halt seine Bruderschaft, seine Jünger hatte, ne, um die Menschheit zu verbessern, und dafür sprengen wir halt ein paar weg. Das war schon von vornherein so ein bisschen so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Aber längst nicht so ausgeprägt, wie es dann halt in dem, ich sag mal, aktuelleren Lore ist. Gut. Aber die Jasmin war noch wichtig für uns Battledeck-Spieler. Ja, dann erzähl mal. Ja, weil die Jasmin hat dann gesagt, also die hat quasi so Gerüchte gehört, dass es eben Battlemechs gibt und dass die jetzt quasi der neueste Schrei sind, was das Militär angeht. Und hat dann ihre Maskirovka-Agenten losgeschickt, um vom Lyrianischen Commonwealth, egal was es koste, Battlemech-Technologie zu holen. Und das hat aber ziemlich gedauert. Also fast. Die waren ja auch inkompetent, dachte ich. Fast 8 Jahre oder so. Und dann kam es eigentlich nicht aus dem Lyrianischen Commonwealth, sondern ein Überläufer der freien Welten quasi hat denen die Designs für den Icarus Battlemech gegeben. Und die Jasmin hat dann sofort quasi ein riesiges Industrieprogramm losgetreten, um eigene Battlemechs in der Kapellanischen Konföderation zu.
Genau. Also, ne, warum sich den ganzen Umstand machen, da ein, ne, Spione durch die Gegend zu schicken, wenn man die blöden Pläne halt auch einfach so kaufen kann. Ne? Ist ja viel einfacher. Ja, macht Sinn. Genau, aber das war der Grundpfeiler des kapellanischen Battlemech-Designs, die da gesetzt worden sind. Na gut. Und im zarten Alter von 47 war Jasmin Liaos Zeit dann auch schon vorbei. Und das kapellanische Volk guckt von heute immer noch mit leichten Tränen in den Augen auf diese schöne Zeit zurück. Gut, jetzt kommt wieder so ein Punkt, den ich dann nicht verstehe. Es ist natürlich auch dramatisch, wenn jemand dann in so einem relativ frühen Alter wie 47 stirbt und dann der Meinung ist, dass der Nachfahre dann es richten wird. Blöderweise ist der Sohn von Jasmin, Raxal, er ist 14 Jahre alt gewesen und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig an der Stelle. Es ist wieder unklar, wie sie gestorben ist. Ganz dauerlicher Unfall. Ja, okay, also wurde umgebracht. Nee, ganz normaler Unfall. Also natural causes. Unspektakulär. Ja, ich weiß, ne? Das ist aber nicht normal, das ist ungewöhnlich, finde ich. Nee, also ich glaube, die Autoren des Lores haben auch irgendwann mal mitbekommen, also, als sie Haus Kurita geschrieben haben und da jeder irgendwie einen tragischeren Unfall oder Ereignis hatte, was zum Ableben geführt hat, über zu Haus Steiner, dass das dann halt irgendwann mal zu viel wurde. Dass im Prinzip die Nachfolge immer blutig angetreten werden muss. Ah, du meinst, das war auffällig. Ja, oder vielleicht hatten sie auch einfach keine Idee mehr, wie man sonst noch irgendwelche Herrscher aus dem Leben treten lässt. Man weiß es nicht. Na gut, kommen wir zurück zu Jasmins 14 Jahre altem Sohn, der nach ihrem natürlichen Ableben die Regierungsgeschäfte leiten sollte. Der hatte dann im Prinzip einen Fürsprecher, der für ihn die Regierungsgeschäfte leiten sollte, bis er dann halt volljährig ist. Edmund Salinda, da gab es keine Zwischenfälle bei dem, der war ganz nett, der hat sich zurückgehalten. Aber maßgeblich hat er beim Aufbau der Earthworks Limited zu beigetragen. Earthworks Limited ist the Battlemech-Produzent aus der Konföderation Capella. Als Raxal dann endgültig das Alter erreicht hatte, war seine Regierungszeit genau 12 Minuten, weil dann hat er abgedankt für seinen Zwillingsbruder Hendrik. 12 Minuten ist jetzt aber nicht so viel. Genau. Ist der Zwillingsbruder neu gewesen? Also, hallo, ich bin der Zwillingsbruder, oder? Nee. Ja, die Operationsnarben sind ganz, das haben nichts damit zu tun. Nee, der war also halt der da. Hatte vorher schon, okay. Also den gab es vorher auch schon, ne? Aber das ist, ja, okay. der war wahrscheinlich 3 Minuten früher draußen, ne? Und deswegen war er dann der Erstgeborene und vielleicht hat der dann. War das genau, Kriterium? Wurde quasi als Nachfolger tituliert von der Mutti, weil der quasi der Erste war, der rausgeschlüpft. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie er 12 Minuten braucht, um seine Unterschrift unter das Dokument zu setzen. Genau. Krone an die richtige Stelle, ne? 3 Fotos, ne? Wahrscheinlich 2 Kindergärten eingeweiht und dann. Oder halt einfach nicht so schlau und hat einfach lange gebraucht, um uns zu unterzeichnen. Naja, oder genau. Das muss ja auch erst noch gedruckt werden. Ja, 24, wo, in welchem Jahrhundert sind wir jetzt? Ja, du musst ja erstmal Windows 2014, 3245, musst du ja erstmal hochfahren, dann hast du ja das Druckerproblem, ist die Tinte alle, dann ist das Papier alle, okay, dann muss genau. Erst gereinigt werden. Genau. Na gut, für die Zeit, wir sind im Jahr 2477. Das heißt also, wir haben noch ein bisschen was vor uns bis zum heutigen aktuellen Law. Hendrik Liao hat nicht so besonders viel während seiner Herrschaft gemacht, aber da auch wieder das bisschen was er gemacht hatte, das war dann doch sehr bedeutend, weil er hat die Lorix-Doktrin etabliert, die sich dann über die ganze innere Sphäre verbreitet hat. Was um Himmels Willen ist die Lorix-Doktrin? Die Lorix-Doktrin beschreibt im Prinzip diesen modernen Ritterstatus von Mech-Kriegern.
Das heißt also, dass Mech-Krieger eine neue Elite sind, sowohl auf dem politischen als auch im militärischen Sinne. Das heißt, das ist eine Vorstufe zu dem Kastensystem, was sich dann später etabliert. Die Lorix-Doktrin hat sich natürlich auch gut exportieren lassen in das Haus Kurita. Aber natürlich auch so Häuser wie Haus Steiner haben bei einer, so einer elitären Interpretation nicht Nein gesagt und haben die für sich dann akzeptiert. Und wie wir ja auch in den aktuellen Büchern wissen, ne, die meisten Herrschaftshäuser, die meisten Protagonisten sind Mech-Krieger und egal, was sie nicht mit irgendwelcher schnöden Diplomatie lösen können, das wird dann halt auf dem Schlachtfeld ausgetragen. Und das meistens aus der molligen Wärme eines Battlemechs heraus. Gut. Henrik Liao hatte irgendwann auch mal keinen Bock mehr auf das Regieren und hat einfach abgedankt. Das geht dabei ja auch. Ja, ist nicht gestorben. Wie einfach? Der hat einfach gesagt, im Jahr 20, so reicht, ne? Und hat das Zepter abgegeben an Kelvin Liao. Der ist wer? Kelvin Liao ist ein Nachfahre von Raxa Liao. Also Henrik Liao ist nicht verheiratet gewesen, hatte keine Kinder, weder ehelich noch unehelich. Ja gut, war ja auch noch nicht so alt, ne? Genau. Ja gut, Kelvin Liao, 28, war, ja, das ist, da kommt wieder dieser Gensplin durch, war der Meinung, dass er der Beste ist, das Beste, was man so kriegen kann. Das heißt also, der hat den Kanzler maximal raushängen lassen. Haben auch den großen Namen der Verrückte. Genau. Also, jetzt fängt es damit an, okay. Ja, zwischendurch bäumt halt der Genpool mal auf. Das ist halt so. Ja, also wenn Kelvin gute Gründe hatte, seine Widersacher zu beseitigen, dann hat er das relativ schnell machen lassen. Wenn das die Umwege brauchte, dass man dafür etwas zusammenbasteln musste oder alternative Fakten produzieren musste, dann hat er das mit der Maskirovka dann auch hingekriegt. Also gut, ne, was sollen wir da machen? Also dafür, dass die so inkompetent sind, haben wir ganz schön viel gemacht. Ja, also ich meine, das haben sie dann ja hingekriegt. Ne? Aber ich sag mal so, ne, Zivilisten oder was weiß ich was noch alles, das haben sie vielleicht ganz gut unter Kontrolle gebracht. Gut, Kelvin hat irgendwann dann auch mal ein jähes Ende gefunden. Er wurde von seinem Nephew, ach Gott. Von seinem Neffen, genau, guten Morgen. Von seinem Neffen exekutiert, 2521. Gut, seine Herrschaft war kurz, aber eindrucksvoll. Das heißt also, was ist der schlimmste Feind eines Liaos? Ein anderer Liao. Aber gut. Ja, das war Kelvin. Noch kleine Side Notes bei Kelvin. Kelvin war durchaus Banane. Er hat im Laufe seiner Regierungszeit hat er alle seine 26 Frauen exekutieren lassen. Ja. 26? Ja. Boah, das ist ja schlimmer als Heinrich der Achte. Ja, gut. Das wird ja, was heißen. Wie gesagt, er ist halt the Vorbildherrscher. Ne? Mhm. Gut. Das Ableben von Kelvin Liao durch seinen Neffen, der in den Red Lancers gedient hatte, wurde gefolgt von Mika Gabrielle Liao. Das ist Kelvins Schwester. Side Note an der Stelle. Um so ein bisschen der absoluten Gestörtheit ihres Bruders zu entfliehen, hat man es für eine gute Idee empfunden, sie nach New Avalon zu schicken, weil das definitiv ein Ort ist, der so weit weg ist, dass Kelvin nicht an sie rankam, hat dann ja auch funktioniert. Dafür hat es ein anderer gemacht. Ja. Aber zumindest Mika Liao hat wieder ein bisschen Ruhe in die ganze Sache reingebracht. Das heißt also, sie hat Verhandlungen auch mit den Nachbarstaaten aufgenommen. Namentlich mit der Liga Freier Welten. Da gab es immer wieder diese Provinz Andurien.
die ja auch in Büchern öfters beschrieben worden ist, gerade in den neueren. Da wurde dann der erste Frieden ausgehandelt. Dabei haben sich die Kapellaner ein bisschen unter Wert verkauft. Das heißt also, der Deal, der ging nicht so gut aus. Aber zumindest war es eine etwas ruhigere Phase für die Konföderation. Wenige Jahre im Amt ist dann auch Mika verstorben. Jetzt an der Stelle für dich, Dennis, ne, man munkelt von Lebensmittelvergiftung, aber man weiß es nicht genau. Aber gut. Ihr folgte ihre Tochter, Salicia Liao. Genau. Eigentlich ein ganz hübscher Name. Und das war dann auch, ja, die hat auch nicht so viel gemacht. Nee, war sehr beliebt und hat eigentlich dafür gesorgt, dass ein bisschen Stabilität wieder in das Ganze reinkam. Genau. Und durch, jetzt, dass die Mutter quasi bei den föderierten Sonnen aufgewachsen ist, hat sie halt auch versucht, da immer ein bisschen die Wogen zu glätten und quasi die diplomatischen Beziehungen herzustellen und all diese Dinge. Genau. So, und jetzt Bezug nimmt auf das, was Story vor fast einer Stunde gesagt hat, vor 54 Minuten. Ne, Victor Steiner Liao. Es gab ein Angebot, dass Prinz Terrell Davion Salicia Liao heiraten könnte. Das stand damals als Angebot da. Salicia fand das jetzt nicht so pralle. Sie hat dann höflich abgelehnt, weil sie ihn für uninteressant und absoluten Idioten gehalten hat. Aber gut, was soll's. Die Chance war da. Was soll man machen? Hat sie stattdessen, ob das eine strategisch kluge Entscheidung war? Stell dir mal vor, da wären die späteren Bücher total langweilig gewesen. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das will ja auch keiner. Genau. Na gut. Salicia Liao starb dann an Krebs. Das passiert halt schon mal. So viel im Battlemech unterwegs gewesen oder... Ja, keine Ahnung, ne? Vielleicht hat sie zu viel scharfes Essen gehabt, ne? Man weiß es nicht. Aber gut, ihr folgte eine weitere Ikone in der Geschichte von Haus Liao, Kanzler Terence Liao, der Sohn von Kelvin Liao ist. War aber nicht so verrückt. Nee, aber er war der Kanzler, der den Schritt gewagt hat, die Gründung der Star League einzuwilligen. Das war im Prinzip der Punkt, an dem Terence Liao zumindest diese Zeit, die wurde auch, ich hatte es letztens noch in einem Buch ganz gut beschrieben worden ist. Da ist er auch schon man hat da schon diese leichten Liao-Gene schon in dem gespürt. Aber gut, was sollte man machen? Terence Liao war für sich ausgesehen ein ruhiger Kanzler, war ganz okay. Als Bonus davon, dass man sich jetzt so mit der tyrannischen Hegemonie ein bisschen besser gestellt hat, hat er sich auch eine Frau da gesucht, Victoria Matthews. Das war auch ganz happy, ne? Das lief soweit ganz super, bis dann Victoria Matthews Liao dann feststellen musste, dass der Terence eigentlich total die Träne ist, weil der ist total happy damit, in seinem Palast zu sitzen und sich hinter seinen Battlemax zu verstecken und hinter seiner Flotte. Und ansonsten macht er nämlich nichts. Das heißt, die hat sich da gedacht, wunderbar, jetzt heirate ich mich da in diese tolle Familie ein und dann passiert da nichts. Weil sie hätte eigentlich nichts zu sagen gehabt. Welche Ziele hatte sie denn? Wollte sie unbedingt Krieg führen, Reich erweitern oder so? Ich meine, sonst ist ja Herrscherin sein und so, ne? Ist genau. Eigentlich okay. Genau, Machtstatus und sowas alles. Ne? Genau, und der Terence war im Gegensatz zu seinem Vater komplett der, wir treten der Sternenliga bei und alles wird besser und Friede, Freude, Eierkuchen und ich habe euch alle so lieb. Genau. Und der hat sich eigentlich nur darüber gefreut, dass das immer schön gefegt wurde und dass er weiche Pantoffeln hat und ja. Eking-Ente. Ja, so Liao. Also.
hört sich jetzt nicht unsympathisch an. Finde ich jetzt auch. Ja, ja, gut. Naja, aber dann also, irgendwann musst du auch abtreten, ne? Genau, hat er abgetreten. Ne? Auf Terence Liao folgte Ursula Liao, die als erstes mal ihre Mutter ins nächste Landungsschiff gestopft hat und gesagt hat, tschüss, ach winke winke, geh mal Terra besuchen und by the way, das ist ein One-Way-Flug. Die konnte mit ihrer Mutter so gar nichts anfangen. Aber gut, musste. Aber hat die Mutter jetzt ihn unter die Erde gebracht oder war das wieder so ein... Nö, der ist wahrscheinlich total happy eingeschlafen und ja. Und sie Victoria Matthews war dann wahrscheinlich der Meinung, ah super, ne, der ist jetzt abgekratzt, dann werde ich jetzt Kanzlerin. Nee, die Tochter wurde's. Die Ursula. Blöde Laufen. Ja, gut. Kanzler anstelle des Kanzlers. Genau. Ursula Liao hat stark in die Bildung investiert. Das heißt also, sie hat an dem Punkt wieder etwas gemacht, was viele Vorgänger von ihr vernachlässigt haben. Das heißt also, es war ja eine ruhige Zeit. Der Sternbund ist gerade aufgekommen. Das heißt, der Technologietransfer, der war da. Man hat sich also zum Ziel gesetzt, was für die eigene Bevölkerung zu machen und in Bildung zu investieren. Gute Sache, ja, ja. Ja, ja. Ja. Sie hat auch versucht, wirklich alles, was die Star League so an Grauzonen zugelassen hat, voll auszunutzen, um quasi die Wirtschaftsmacht Capella nach vorne zu bringen. Ne? Genau. Hat sogar, sie hat zum Beispiel einen Zoll eingeführt, wenn Sternenliga-Streitkräfte die Kapellanische Konföderation basierten und ihre Schiffe aus dem Hyperraum kamen, dann mussten die Zoll zahlen quasi, bevor sie weiterfliegen. Ja, ja gut, da kann man nichts machen, ne? Gesetz ist Gesetz. Ne? Genau. Wenn du Mount bezahlen musst, musst du Mount bezahlen. Ist halt so. Genau, ist das Kriegsschiff besonders lang, ja dann Überlänge kostet auch extra. Was soll man machen? Genau. Na gut, ja, also sie hat das Ganze versucht, so gut wie möglich für sich auszunutzen. Also ein bisschen gerumpelt hat's an manchen Stellen dann doch noch. Aber ansonsten lief das eigentlich für sie ganz gut, diese Zeit. Als Konsequenz daraus, weil sie halt mal in ihr Familienalbum reingeguckt hat und feststellen musste, dass das so alles mit Heiraten und so, dass das keine gute Idee war, hatte sie für sich entschlossen, auch nicht zu heiraten. Was dann zur Konsequenz hatte, dass sie nicht mehr, dass sie in direkter Nachfolge keinen mehr benennen konnte. Das heißt, das fiel dann im Prinzip in die Blutlinie von ihrem Bruder zurück, Alistair Liao, und deren Nachfahren, das sind die sogenannten Sundermann Liaos. Sundermann Liaos, und die haben nicht alle parallel regiert, sondern es waren drei hintereinander. Sundermann, Androsa und Varex Liao. Diese einleitenden Jahre bei der Gründung des Sternbunds, also der Star League, weiter ausgebaut. Und da fielen dann so Sachen rein, wie das neue Battlemech-Designs eingeführt worden sind. Diverse andere Kleinigkeiten. So Sachen, die zum Schluss halt zu einem großen Umbruch geführt haben. Dass zum Beispiel das kapellanische Nobility System, also das Herrschaftswesen definiert worden ist. Das ist wieder auch so eine Sache, um diese kapellanische Kultur halt zu etablieren. Das heißt, es wurden neue Begrifflichkeiten etabliert. Es wurde der Lord, der Mandrin, der Shonson, der Lama und der Graf ernannt. Um sich ein bisschen zu differenzieren zu den anderen Häusern. Unter deren Regierungsperiode in dem letzten Varex Liao wurde dann auch im Sternbund halt diese berühmt-berüchtigte Doktrin halt festgelegt,
dass die Häuser wieder mehr Macht für sich selbst haben dürfen, und zwar das in Form von eigenen Battlemech-Regimentern. Die sind vorher ja beschnitten worden, und Varex Liao hat den Vorschlag eingebracht, dass sich die Häuser wieder stärker bewaffnen dürfen, was dann ja auch dazu geführt hat, dass es da wieder zu einem rapiden Aufrüsten gekommen ist. Ja. Varex Liao hat dann auch abgedankt zugunsten von Barbara Liao, die ihm gefolgt ist. Und da kam es dann halt zu diesem berühmt-berüchtigten Umschwung, dass nach der ersten Aufrüstung Richard Cameron dann wieder die Abrüstung angeordnet hatte mit der Executive Order 165, die ja dann auch die Besteuerung oder die stärkere Besteuerung der Randwelten mit sich gezogen hatte, was dann im Prinzip der Auslöser war für die Grenzkriege und ja, die weiteren Taten, die ein gewisser Stefan Amaris auf Terra provoziert hatte. Ganz sympathischer Typ, hat für drastische Reformen gesorgt. Genau, spontaner Umschwung. Vielleicht noch um da dann halt den Abschluss zu machen, wie stand Haus Liao zum Zeiten des Krieges? Haus Liao hat sich neutral dargestellt. Das heißt, die Konföderation Capella hat sich weder für noch gegen Kerensky oder Stefan Amaris positioniert. Zum großen Verdruss von General Kerensky. Diese Neutralität wurde auch auf die Probe gestellt. Barbara Liao hat allerdings dann ganz klar gemacht, dass sie diese Neutralität ernst meinen und haben dann halt jegliche Versuche, kapellanische Systeme als Aufmarschpunkte gegen Stefan Amaris zu benutzen und hat die dann einfach mal platt gemacht. Gut. Also, machen, das liegt denn schon so dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt im Blut. Aber es ist interessant, dass sie doch einige sehr friedliebende Charaktere durchhaben und immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn hin und her schwanken. Ja. Also die Extreme, die waren definitiv da. Gut. Und da würde ich sagen, wir sind wieder an dem Mittelpunkt angekommen. Das heißt, also hier ist dann ja traditionell dann erstmal dann Schluss für Teil 1. Das ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin angenehm überrascht. Also ich hatte jetzt Liao nicht so vielfältig gesehen. Ich habe eher gedacht so, ja, okay, alles Wahnsinnig. Der eine bringt den nächsten um. Das weißt du, so wie bei Marek. Marek fand ich auch, muss ich sagen, eher ein bisschen öde. Ne? Aber Liao, abwechslungsreich. Aber was bei Liao auf jeden Fall lustig ist, ist... Lustig. Also es hat sowas ein bisschen wie bei Game of Thrones die Targaryens, ne? Es gibt immer mal komplett Wahnsinnige, dann gibt es wieder welche, die aber komplett konservativ sind, welche, die komplett positiv fürs Volk sind, dann komplette Kriegsherrscher, ja, also es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und das macht halt auch ein bisschen mehr Spaß beim Durchgehen, weil es halt abwechslungsreicher ist als erster Captain und... Genau. Also wie gesagt, es ist auch im... ich finde auch den Kontrast halt... ganz gut, wenn man die, ich sag mal so, die Geschichte der anderen Häuser, Liga Freier Welten, Haus Kurita, Haus Liao, die sind da relativ stabil gewesen von ihrer Ausgangssituation und wie stringent sie dann halt weitergeführt haben. Und hier bei der Konföderation Capella und dem Haus Liao ist halt ein starker Wandel zu erkennen. Auch, ne? Wie auch in dieser Geschichte da, dass es die Möglichkeit bestanden hätte, dass da das Haus Davion und Haus Liao sich irgendwann mal durch eine Ehelichung dann halt fusionieren. Ne? Das ist bei den anderen Häusern war das jetzt nicht unbedingt so mal gegeben in dieser Art und Weise. Okay, natürlich. Bis auf in diese der Vergangenheit, Omi und Victor, ne? Das wäre wär schon spannend geworden, aber nie gegangen. Also, dass die Hardliner hätten schon verhindert. Genau.
Ja gut, man hätte es ja auch heimlich machen können, ne? Ja, aber so ist es. Es geht ja um Regierungsverantwortung halt gegenseitige. Mhm. Also, Also Regierungsverantwortung im Battletech-Universum. Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das wäre ja um diesen lang anhaltenden Frieden am Ende des Tages gegangen, aber das ist halt mehr zu sagen. Ja. Genau. Goodie. Gut, dann war es schon mal sehr interessant. Also ich muss auch sagen, kann ich mich den anderen anschließen, sehr vielfältig das Haus, was man so nicht erwartet hat. Ja, definitiv. Jo. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendwas sagen dazu? Ne? Oh nein, habt euch alle lieb. Immer dran denken. Das ist wichtig. Dann danke euch schon mal dafür, dass Hoshi am Anfang mal sagte, oh, ich habe keine Ahnung von Liao, wusste er doch erstaunlich sehr viel. Ja, irgendwann schlagt man sinnloses Wissengedächtnis zu und dann fällt mir das auch ein. Jo, dann danken wir euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Wie ihr am Anfang gemerkt habt, war es ein bisschen holprig mit unseren Überleitungen und welche Themen wir jetzt was haben. Das machen wir besser, weil wir es jetzt wieder ganz regelmäßig machen, hoffen wir. Aber wir gehen davon aus, dass jetzt wieder so grob jeden Monat eine Folge kommt. Und ja, wir wollen ja auch Teil 2 relativ zeitnah machen, weil interessanterweise ist es wirklich gefühlt das interessanteste Haus für mich jetzt. Und dann schauen wir mal weiter. Dann, schon erwähnt, euch da vielen Dank. Euch da draußen, danke für die Aufmerksamkeit, Wünsche, Anregungen, Feedback auf einem Weg, der euch genehm ist. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Inspection. Successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the BattleTech podcast will be back. Shutting down.